Der Alexandriner bezeichnet zum Beispiel in Gedichten einen Vers mit 6 Hebungen. Dieses Video erklärt den Alexandriner und seine Entstehung. Dieses Video setzt voraus, dass ihr den Jambus kennt und wisst, was Hebungen und Senkungen sind. Außerdem solltet ihr Kreuzreim und Umarmendenreim kennen. Falls ihr das wiederholen wollt, erklären meine Videos zum Metrum und zum Reimschema, was das alles ist. Die Links dazu findet ihr auch in der Videobeschreibung. Auch mein Einsteigervideo zu Lyrik findet ihr dort. Heute versteht man in der deutschen Literatur unter dem Alexandriner das hier. Einen Vers im Jambus mit 6 Hebungen, der eine sogenannte Zäsur nach der 3. Hebung, also genau in der Mitte, vorweist. Ein Beispiel ist der 1. Vers von Andreas Gryphius' Gedicht »Es ist alles eitel«. Du siehst, wohin du siehst, nur Eitelkeit auf Erden. Ein Vers im Jambus mit 6 Hebungen und einer Zäsur in der Mitte. Mein Video zu Sonetten erklärt dieses Gedicht genauer. Man kann 2 Arten von Alexandrinern unterscheiden. Das hängt vom Reimschema ab, also der Reihenfolge, welcher Vers sich auf welchen anderen Vers reimt. Der sogenannte heroische Alexandriner ist im Paarreim aufgebaut. Das heißt, dass sich immer 2 aufeinander folgende Verse aufeinander reimen. Der elegische Alexandriner ist dagegen im Kreuzreim aufgebaut. Das heißt, dass sich der 1. Vers auf den 3. und der 2. Vers auf den 4. reimt. Der Alexandriner kommt ursprünglich vom altfranzösischen Alexander-Roman von 1180, den Alexandre de Bernay verfasst hat. In ihm wurde die Biografie Alexanders des Großen in Versen erzählt. Damals bezeichnete der Alexandriner 12 oder 13-silbige Verse mit Zäsur nach der 6. Silbe. Bis ins 15. Jahrhundert und dann wieder ab der Mitte des 16. Jahrhunderts war das der beliebteste Vers in der französischen Dichtung. Durch den deutschen Dichter des Barocks, Martin Opitz, kam der Alexandriner dann in die deutsche Sprache.